Dirk, herzlichen Glückwunsch. Du übernimmst ja langsam meinen Part. Du hast ja hellseherische Fähigkeiten. Du sagst, zwei Deutsche sind auf dem Siegerpodest. Das stimmt, sind aber auch zwei Norweger auf dem Siegerpodest. Schön, dass wir mal vier haben, die in den ersten drei platziert sind, oder? Ja, mein Gott, bei solchen Konstellationen teile ich gerne. Okay, aber wieder, also nicht wieder erwarten, sondern es war so zu erwarten, dass es ein ganz starkes Springen war. Aber einer hat ein bisschen ausgelassen. Das ist Kamil Stoch. Der ist hier so hoch gehandelt worden, dass er eigentlich nur den als Sieger geben kann. Am Ende nicht auf dem Podium. Ja, das stimmt. Wobei ausgelassen, ganz so würde ich es vielleicht nicht unterschreiben. Er hat nicht ganz das gebracht, was man sich erwartet hat. Aber ausgelassen haben ganz andere. Ja, fällt mir spontan das Team Österreich ein, die heute aber, ja, wie soll man sagen, du bist der Mann der klaren Worte, sagst du es, was sie bekommen haben. Ja, sie haben eine schmerzhafte Klatsche bekommen, die sich gestern angedeutet hat. Ich hoffe für die Österreicher, das ist nur eine Momentaufnahme, denn die gehören natürlich auch nach vorne. Aber das ist schon nachdenkenswert, was sich heute abgezeichnet hat und gestern auch. Das Problem ist nur, sie haben nicht so lange Zeit oder vielleicht auch das Gute, darüber nachzudenken, denn sofort werden die Sachen gepackt, wird zu knapp 300 Kilometer nördlich nach Kuopio umgezogen, morgen Abend schon die Qualifikation und am Dienstag wieder der Wettkampf. Also ist es eher positiv, dass es so schnell weitergeht oder negativ, dass man keine Zeit zum Training hat? Die Antwort, die können wir uns beide am Montag oder Dienstag geben, wenn nämlich der Kuopio-Wettkampf gelaufen ist. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, dass das jetzt gleich weitergeht. Und man hat keine Zeit zum Nachdenken, denn Grübeln wäre schädlich. Gut, die haben wir dann dementsprechend auch nicht. Nee. Melden uns natürlich morgen Abend 19 Uhr Ortszeit, 18 Uhr zu Hause mit der Qualifikation wieder exklusiv und live bei Eurosport mit uns beiden. Ja, und bitte, wenn diese Plätze 1 und 3 keine Motivation sind, die Qualifikation bei uns anzuschauen, dann können wir Ihnen auch nicht helfen.